Also, ich wünsche mir so eine Torte. Na, Leute, könnt ihr das schaffen? Auf jeden Fall. Wir fangen mit dem Teig für meinen furchtbar leckeren Kuchen an. Ich muss Mehl, Zuckermilch und ein Ei vermischen. Fertig. Und jetzt wird's Zeit für meine geheime Zutat. Roter, ziehender, süßer, heißer Erdbeersirup. Habt ihr etwa gedacht, das würde Blut sein? Nein, die kleine Jess wird das noch nicht mögen. Jetzt wird's Zeit, dass ich das alles zusammenmische. Und in eine Form gieße. Und 10 Minuten lang backen lasse. Das sollte perfekt sein. Also, mein Kuchen ist bereits fertig. Riecht unglaublich gut. Wir lassen ihn etwas abkühlen. Und dann schneiden wir ihn in gleichmäßige Stücke. Dafür benutze ich diese spezielle Form. Das wird die beste Torte aller Zeit. Schaut doch nur, wie toll dieser Kuchen aussieht. Jetzt muss ich etwas Creme zwischen die Schichten verteilen. Und jetzt noch ein bisschen obendrauf. Es wird Zeit für bunte Schokolade, die ich schmelzen lasse. Ach, diese Chefköchin mag es total anzugeben. Wie auch immer, es geht an meine Torte. Ich werde Nutella gebrauchen, und zwar eine große Portion Nutella. Zuerst muss ich sie aber probieren. Schmeckt richtig gut. Aber meine Kostprobe ist noch nicht fertig, deshalb nehme ich mir mehr und mehr und mehr. So, aus dem Rest kann ich jetzt die Torte machen. Da kommt jetzt mein Mehl rein. 2 Eier. Ah, das geht auch mit der Eierschale. Etwas Zucker. Wobei, viel Zucker. So. Und jetzt schön umrühren. Und ab in die Mikrowelle. Oh nein, dieser Eimer passt da nicht rein. Ich habe eine Idee. Ich habe die Hand von Iron Man. Mit ihrer Hilfe werde ich meinen Kuchen schnell zubereiten. Das war's auch schon. Jetzt kann ich ihn rausnehmen und verzieren. Ich glaube, ein paar M&Ms werden die Sache schon gut machen. Sieht appetitlich aus. Oh, mein Kuchen ist fertig. Einen Moment. Also, schauen wir mal. Wahnsinnig gut. Jetzt schneide ich ihn in Stücke. Dafür benutze ich natürlich meine Krallen. Perfekt. Jetzt kommt da Sahne drauf. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gewusst habt, aber wir Vampire lieben Schlagsahne. Und jetzt fehlt hier noch ein bisschen Deko. Ein paar Spinnen. Och, ihr seid gute Jungs. Meine Schokolade ist geschmolzen. Toll. Sieht genau so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt gieße ich sie in eine Schüssel. Aber nicht vermischen. Und aus der Schüssel begießen wir unsere Torte. Schaut doch nur, wie schön das aussieht. Würde ich selber gerne essen. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt an Baby Jess. Oha, das sieht ja toll aus. So appetitlich. Ich fange mit der Schokotorte an. Mann, die ist ja voll hart. Ich schaff's kaum, mir ein Stück abzuschneiden. Vielleicht schmeckt die ja wenigstens gut. Nee, ganz und gar nicht. Oh, diese bunte Torte gefällt mir. Probieren wir mal. Wow, sieht gut aus. Oh, und schmeckt einfach unglaublich. Und jetzt geht's weiter. Sind das Spinnen? Aber zumindest sind die nicht lebendig. Oh, wow,
Torte ist ja rot von innen. Schmeckt einfach perfekt. Ich liebe es. Oh nein, wartet mal. Was habe ich denn da im Mund? Das war eine echte Spinne. Also wenn das ein Prank war, war das richtig blöd. Diese Torte hat gewonnen. Oh, vielen Dank, Jess. Du hast einen guten Geschmack. Jetzt wünsche ich mir Popcorn. Könnt ihr das machen? Natürlich. Ich fange an. Aber ich mache natürlich kein einfaches Popcorn. Das wäre viel zu primitiv. Ich bereite zwei Halbkugeln aus Schokolade vor. Kippe da Maiskörner und Marshmallows rein. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Action in meinem Gericht. Dafür nehme ich mir eine Wunderkerze. Wunderbar, meine Schokoladen-Popcorn-Bombe ist fertig. Oh, das sieht furchtbar lächerlich aus. Ich werde klassisches Popcorn machen. Das wird Baby Jess viel mehr gefallen. Ich bin mir sicher, dieser Kerzenleuchter wird mir helfen. Also, das hier ist der Mais. Wie soll ich jetzt daraus Popcorn machen? Ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach eine Bratpfanne. Da lege ich meinen Maiskolben rein. Und gebe jetzt noch ein paar Skittles obendrauf. Deckel drauf. Einschalten und abwarten. Ich glaube, mein Popcorn ist fertig. Vielen Dank, liebe Kerzen. Oh, wie soll ich jetzt die Tüte öffnen? Ich habe gesagt, ich will dich öffnen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich mag dieses Menschenfutter nicht. Ich bleib besser bei meiner Blutdiät. Also, jetzt wird's Zeit, dass ich mein Popcorn schön serviere. Dafür nehme ich mir einen kleinen Pappsack, ein kleines Skelett, mein Popcorn und Schokosirup darf nicht fehlen. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Mein Popcorn ist fast fertig. Ganz schön heiß. Ab auf den Teller. Sieht nicht schlecht aus. Jess, wir sind fertig. Es wird Zeit, dass du was probierst. Wow. Oh, sieht ja toll aus. Ist das eine Bombe? Ups. Sie ist explodiert. Jetzt habe ich alles im Gesicht. Ach du meine Güte. Oh, das habe ich nicht erwartet. Wie auch immer, wir gehen weiter. Was haben wir hier? Das explodiert nicht, ist schon mal gut. Popcorn. Wartet mal. Ist das etwa ein Skelett? Das ist ja furchtbar. Das verdirbt mir den Appetit. Hat mir gar nicht gefallen. Das sieht ja interessant aus. Popcorn am Maiskolben? Probieren wir mal. Schmeckt nach Skittles. Super. Meine Schwester hat gewonnen. Ja, habe ich doch gewusst. Und das Letzte, was ich heute probieren möchte, ein Donut. Beeilt euch, ich habe immer noch Hunger. Ach, wir hören und gehorchen. Die Chefköchin ist soweit, Miley auch. Und Dracula führt was im Schilde. Oh wow, was für eine Geschwindigkeit. Wie macht er das nur so schnell? Und noch ein bisschen. Fertig sind wir. Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an meinen Teig. Erstmal die Eier aufschlagen. Ein bisschen Mehl, ein bisschen Milch. Zucker. Und etwas Butter. Und jetzt alles schön vermischen. Gut, dass ich ein Gerät dafür habe. Ach, übrigens, ich habe hier diese Donutform. Die ist einfach nur perfekt. Da kommt jetzt mein Teig rein. Macht euch bereit, es wird ein bisschen hitzig hier. Zeit für eine Feuershow. Gefällt mir gar nicht. Was ist das denn? Ich mache einen Brotdonut. Das wird ganz einfach. Zuerst esse ich diese ganzen Chips hier auf. Und jetzt benutze ich die Dose als Form. So. Mal sehen, was daraus geworden ist. Fertig, perfekt.
Und jetzt erinnere ich mich an meine Karate-Stunden. Und bam! Mein Sensei ist sicher stolz auf mich. Meine Brotdonuts kommen auf den Teller. Und dazu kommt jetzt ein bisschen Schlagsahne. Und ein paar bunte Nerds. Ach, wie langweilig. Oh, wow, dieser Donut sieht ja gut aus. Oh, da gibt's ja auch noch Zuckerguss drüber. Ich habe eine geniale Idee. Dieser Donut sieht genauso aus wie ein Rettungsring. Und wo benutzt man Rettungsringe? Natürlich im Schwimmbad. Deshalb serviere ich meinen Donut im Pool. Und darauf setze ich diese kleine Barbie. Oh, Jess wird das gefallen. Oh, ihr habt doch gar keine Ahnung von Spielsachen für Kinder. Ich muss meinem Donut noch ein paar Details hinzugeben. Und natürlich den Erdbeersirup nicht vergessen. Oh, jetzt sieht der Donut genauso aus wie ich. Seid ihr soweit? Dann geht's jetzt an Jess. Oh, sieht ja toll aus. Ich fange damit an. Sieht gar nicht aus wie ein Donut. Schmeckt so lala. Das ist schon wieder was Gruseliges. Probieren wir mal. Ist ja essbar und schmeckt lecker. Ist das ein Donut mit Dracula-Zähnen? Schmeckt aber richtig lecker. Und was haben wir hier? Schaut mal, das ist eine kleine Barbie. Ist das ein Donut? Oh, sieht der hübsch aus. Den muss ich sofort probieren. Schmeckt einfach super. Das ist unser eindeutiger Gewinner. Oh ja, ich bin mal wieder die Beste. Oh nein, Jess. Du musstest sagen, dass mein Donut der Beste ist. Sag, dass Dracula der Beste ist. Ich befehle es dir. Leg den Finger auf den Donut. Das ist der beste Donut in meinem Leben. Ja, habt ihr das gehört? Ich hab gewonnen. Yeah. Hä? Was war das gerade? Also, ich wünsch mir so eine Waffel hier. Na Leute, könnt ihr das schaffen? Miley, stimmt was nicht? Du weißt nicht, wie man Waffeln macht? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Aber ich denke, ich kann was improvisieren. Ein paar Eier. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Und jetzt gebe ich ein bisschen Mehl hinzu. Und ein bisschen Zucker. Je mehr, desto besser. Die kleine Margot mag doch alles, was süß ist. Alles schön umrühren. Oh, sieht doch schon mal gut aus. Ich mag diesen Teig. Mein Teig ist fertig. Jetzt muss ich dieses Waffeleisen öffnen. Ach, natürlich, man öffnet es ja von der anderen Seite. Da kommt mein Teig rein. Verteilen. Und wieder schließen. Und jetzt abwarten. Was ist denn falsch an diesem Ding? Ah, ich habe eine bessere Idee. Ich lege das Ding einfach auf den Herd. Oh nein, das hätte ich besser nicht tun sollen. Wo ist denn der Feuerlöscher? Los, keine Panik. Das Feuer ist gelöscht. Und was ist mit der Waffel passiert? Oh nein, die Waffel ist verbrannt. Also, ich habe meinen leckeren Waffelteig schon gemacht. Jetzt muss ich ihn nur noch ausbacken. Und ich habe beschlossen, keine übliche, primitive Waffeleisen zu benutzen. Nein, ich bin doch kein Amateur. Ich benutze dafür eine spezielle Form. Und was macht Wednesday? Ach du meine Güte. Eiskaltes Händchen ist ein treuer Diener. Danke für deine Hilfe. Aber dieser Teig passt mir überhaupt nicht. Hier fehlt etwas Schlimmes und Gruseliges. Ein paar Gelee-Augen zum Beispiel. Die muss ich erstmal probieren. Schmecken wunderbar. Die lege ich einfach mit in den Teig. Jetzt kann ich diesen Teig aufs Waffeleisen geben. Und fertig sind meine Waffeln. Sieht wunderbar aus. Und was macht dieser Chefkoch? Der Chefkoch ist hier am Gewinnen. Meine Waffeln sind schon fast fertig. Ich muss sie nur noch mit ein bisschen Schlagsahne verzieren. Und dann die zweite Hälfte der Waffel drauflegen. Er hat keine Chance gegen mich. Du weißt doch, was zu tun ist, eiskaltes Händchen.
Händchen, was willst du denn vom Chefkoch? Du bist doch ein guter Kerl. Musst du denn unbedingt diese Streiche machen? Das Händchen ist ein Meister des Kitzelns. Aber was steckt dahinter? Mach, dass du wegkommst! Das sind meine perfekten Waffeln! Die darfst du nicht anfassen! Oh nein! Ich hab sie kaputt gemacht! Meine schönen Waffeln, wie konnte das nur passieren? Guten Appetit dann. Oh, na endlich! Was ist das denn? Sieht aus wie ein alter Schwamm. Und diese Waffeln? Sehen nett aus, aber was ist mit denen passiert? Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das denn für ein geheimes Ding? Oh, wow! Das sind ja Waffeln mit Glotzern. Probieren wir mal. Die schmecken mega lecker. Eindeutig hat Wednesday gewonnen. Oh, wow. Herzlich willkommen, Wednesday. Na, wir machen weiter. Diesmal wünsche ich mir einen Milkshake. Können wir machen. Auf jeden Fall. Kein Problem. Also, ich fange damit an, dass ich mein Glas schön verziere. Und zwar mit Schokosirup. Jetzt tunke ich diese Hälfte in ein paar Streusel. Das Glas sieht jetzt schon appetitlich aus, aber das ist erst der Anfang. Jetzt nehmen wir uns einen Mixer und machen das köstlichste Getränk aller Zeiten. Die kleine Margot wird ihre Zunge verschlucken, das verspreche ich euch. Wir brauchen leckere Milch und ihr Lieblingseis, natürlich mit Erdbeergeschmack. Deckel drauf und gut durchmixen. Jetzt kommt der Milkshake in mein wunderschönes dekoriertes Glas. Und der letzte Schliff, eine süße Dekoration. Sieht ja schön aus. Hä, was macht Wednesday? Na, eiskaltes Händchen, bist du bereit? Der Labortechniker hat einen perfekten Job gemacht. Mein Heimlabor ist fertig. Ich muss nur diese geheimen Flüssigkeiten zusammenmischen. Ach ja, übrigens, die Mischungen sind total geheim. Ich warte darauf, dass die Mischung in ein anderes Fläschchen destilliert wird. Das ist ein wichtiger Vorgang. Eiskaltes Händchen, bitte zünde den Docht an und beeil dich. Na also, so ist besser. Jetzt müssen wir unsere geheime Mischung erhitzen. Jetzt brauchen wir zwei Eiswürfel. Sicherheit ist wichtig, deshalb trage ich spezielle Handschuhe. Jetzt kippe ich das Getränk in mein Glas mit Trockeneis. Schaut doch nur, wie genial das aussieht. Perfekt. Ich bin fertig mit der Dekoration. Schaut euch das an. Also ich glaube, ich habe mich selber übertroffen. Oh wow, sieht super aus. Mal sehen, was ich in meinem Kühlschrank habe. Herrlich, das werde ich alles gebrauchen. Zuerst kipp ich ein paar Eiswürfel in mein Glas. Jetzt gebe ich Lecker-Schmecker-Kaugummi hinzu. Dann ein bisschen saures Spray. Und saures Pulver. Darüber kommen noch ein paar leckere und bunte Bonbons. Oh, das sieht schon richtig bunt aus. Und zu guter Letzt mischen wir noch ein bisschen Sprite und Fanta zusammen. Der Deckel kommt drauf. Einmal schön durchschütteln. Und servieren. Hauptsache, den Strohhalm nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Baby Margot wird das lieben. Oh wow, das sieht einfach zauberhaft aus. Ich fange mit diesen grünen Dingsda-Bumster an. Was ist denn mit mir passiert? Nein, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Oh wow, was ist das denn für ein Zuckerturm? Ist das alles für mich? Probieren wir mal. Mega lecker. Ein paar Schokostückchen. Super. Ah, und das letzte Getränk hätte ich ja fast vergessen. Die Farbe sieht richtig ungewöhnlich aus. Probieren wir mal. Wow, das schmeckt einfach genial. Nach all meinen Lieblingsbonbons gleichzeitig. Meine Schwester hat natürlich gewonnen. Ah, habt ihr das gesehen? Ich bin die Beste. Na, was wünscht sich Miley diesmal?
Oh, ist das ein Marmeladenbrot? Ich glaube, das kann jeder schaffen, oder? Aber natürlich, vor allem ich als Profi. Ich kaufe doch kein Brot, ich mache mein Brot selber. Das Rezept habe ich von meiner Mutter vererbt und sie von ihrer Mutter und die von ihrer Mutter. Ich gebe etwas Lebensmittelfarbe zu meinem Teig. Schön vermischen. Jetzt ausrollen. Jetzt die verschiedenen farbigen Schichten übereinander legen. Und jetzt schön dick zusammenrollen. Oh, das stellen wir jetzt in den Ofen. Da freue ich mich schon. Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe meine Arbeit. Schaut euch meinen Gothic-Toaster an. Da kommt dieses ganz normale Non-Gothic-Brot rein. Ich toaste es, bis es eine knusprige Kruste bekommt. Eiskaltes Händchen, was machst du denn da? Machst du den Toaster kaputt? Ach, daran bist du jetzt selber schuld. Wie auch immer, jetzt machen wir weiter mit etwas feuriger Tabasco-Soße. Ich hoffe, dass das Margot gefallen wird. Dazu kommen noch ein paar Chilischoten. Man kann nie genug davon haben. Oh, mein Brot ist schon fertig. Wenn ich nicht so viel Willensstärke hätte, würde ich es selber aufessen. Und jetzt muss ich es in Stücke schneiden. Oh, sieht das schön aus. Aber die Form stimmt noch nicht ganz. Das werde ich gleich wieder gut machen. Na also, jetzt sieht das aus wie ein Toastbrot. Darüber kommt frische Schlagsahne und ein paar Früchte. Jetzt ein zweites Stück Brot drüber und in zwei Hälften aufschneiden. Unser süßes Sandwich ist fertig. Und ich warte, bis mein Brot braun wird. Na also, es ist fertig und nichts ist verbrannt. Das war richtig gut. Und jetzt wird's Zeit für etwas frische Nutella. Ich meine, was könnte besser sein als ein frisches Nutella-Brot? Oh Mann, das schmeckt so gut. Ich krieg gar nicht genug davon. Und ich kann einfach nicht aufhören. Oh nein, meine Hand ist stecken geblieben. Wednesday, kannst du mir bitte helfen? Ja, natürlich. Aber wir werden diese Kettensäge hier benutzen. Nein, 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 nein. Ich glaube, das schaffe ich auch ohne dich. Ich habe hier ein paar von diesen sauren Streifen. Die lege ich einfach über mein Toastbrot. Na, also sieht doch schon mal gut aus. Jetzt nochmal erhitzen. Wo bleiben meine Toastbrote? Na, sind alle bereit? Die kleine Margot ist schon ganz schön hungrig. Na, endlich. Fangen wir mal mit diesem Brot an. Boah, das sieht genauso aus wie das Brot, das ich gezeichnet habe. Schmeckt das gut. Ein bisschen trocken, aber ist okay. Und was ist das? Ein Totenkopfbrot? Das ist Wednesdays Gothic Style. Oh nein, das ist ja mega scharf! Ach du meine Güte, das ist gar nicht auszuhalten. Das esse ich nicht mehr. Oh wow, was ist das denn für ein wunderschönes Regenbogenbrot? Mega lecker. Sieht super aus und schmeckt perfekt. Chefkoch, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Chefkoch. Oh, ich wünsche mir jetzt was Leckeres zu essen. Und zwar diese Nudeln hier. Ach, das ist mein Lieblingsgericht, das schaffe ich. Nudeln, ach, finde ich doch alles. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Spaghetti kochen soll. Erstmal müssen wir die Spaghetti kochen. Okay, ich mache einfach alles, was die Oma macht. Das Seil werde ich wohl nicht gebrauchen. Und jetzt muss ich das irgendwie alles ins Wasser packen. Boah, Mann, wieso ist das so schwer? Schau mal, was die Oma macht. Schau, wir legen die Spaghetti ins Wasser und wenn die weich werden, rutschen die selber ins Wasser rein. Perfekt. Soll das euer Ernst sein? Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Ich mache das ganz anders. Ich werde nämlich meine Nudeln selber machen.
Ich brauche etwas Mehl, 2 Eier, Olivenöl, etwas Salz. Alles schön zusammenmischen. Oh, das ist so entspannend. Wie auch immer, mein Teig ist fertig. Jetzt ausrollen. Oh, das dauert zwar ein bisschen, aber die Mühe wird sich auszahlen. Jetzt muss ich den Teig in Streifen schneiden. Und den werde ich jetzt kochen. Jetzt geht's an die Meeresfrüchte. Ich bin mir sicher, ein paar Garnelen werden Jess gefallen. Die brate ich natürlich in frischer Butter. Bellissimo! Was ist das denn? Das sind die besten Nudeln aller Zeiten. Schön viel Käse drüber reiben. Ah, meine Nudeln kleben am Kochtopf. Was soll das denn? Wie auch immer, wird eh nicht klappen. Ah, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach die Kaugummis hier. Mit ein bisschen Schokosoße und ein paar Gummibärchen. Das wird schon. Ganz schön originell, mein Kleiner. Was haben wir denn da? Ui, das sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Gar nicht schlecht. Aber nur, wenn man sehr hungrig ist. Ich probiere noch was anderes. Oh, so viel Käse. Gefällt mir gut. Aber die kleben irgendwie total. Wobei, das hat sogar etwas. Was sind das denn für Nudeln? So was habe ich ja noch nie gesehen. Ah, das ist ja Kaugummi mit Schokosoße und Gummibärchen. Das ist der Gewinner, eindeutig. Yeah, ich hab's geschafft. Ich glaube, die Challenge gefällt mir. Diesmal möchte ich gerne einen Hotdog haben. Ein Hotdog? Ach, sowas schaffe ich doch ganz einfach. Hä? Was macht ihr da? Muss man die Würstchen etwa braten? Aber natürlich, mein Kleiner. Man kann doch keine rohen Würstchen essen. Okay, ich werde wohl nach diesen Regeln spielen müssen. Wer braucht schon dieses Ding da? Einfach so viel wie möglich Öl. Und jetzt erhitzen. Oh, das kann nicht gut enden. Okay, das Öl ist heiß. Nein, tu es nicht! Wieso denn nicht? Ah, das tut voll weh! Das spritzt total! Hilfe, 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 Hilfe! Weg damit! Okay, okay, jetzt spritzt nichts mehr. Das war ja ganz schön gefährlich. Hey, Oma! Beim nächsten Mal fragst du mich nach Rat. Ach, das Würstchen riecht ja gut. Und jetzt schön ins Brötchen. Mit ein bisschen Senf. Und fertig sind wir. Sieht schön aus. Ted, was ist denn hier los? Okay, ich werde mein Würstchen eben mit dem Gasbrenner hier anbraten. Oh, schön knusprig. Ach, schon wieder diese Möchtegerne. Ich zeig euch mal, wie das geht. Merkt euch das. Eier, Milch, schön aufschäumen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Wir machen den Teig fürs Brötchen, das ist doch klar, oder? Jetzt nehme ich mir Würstchen und Käse. Die spieße ich auf. In diesen kleinen Kochtopf kommt jetzt Öl. Darin werde ich das Würstchen mit dem Käse im Teig frittieren. Ach ja, ein paar Chips nicht vergessen. Das wird die Sache schön knusprig machen. Und jetzt abwarten, bis der Hotdog schön braun ist. Erledigt. Ah ja, und noch ein bisschen Ketchup und Senf dazugeben. Oh, das sieht ja schön aus. Gib mir mal den Ketchup und den Senf. Ah, je mehr Soße, desto besser. Ich glaube, ich werde gewinnen. Mal sehen. Diesen Hotdog will ich nicht mal anfassen. Der sieht aber lecker aus. So ein ganz normaler Hotdog, würde ich sagen. Wenn auch zu viel Brot und zu wenig Wurst. Oh Mann, was ist das denn?
Meine Güte, das ist echt das Beste, was ich je gekostet habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist die Gewinnerin. Haha, ich habe gewonnen in dieser Runde.